Moin Moin Leute, hier ist Janis hier und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play One Piece Treasure Cruise, japanische Version. Und ihr seht schon am Titel, heute ist es eine besondere Folge, denn heute fängt das Friend Point Zugo an auf der japanischen Version. Hier war das die Ankündigung mit drin in diesem Event, also wie gesagt die täglichen Rainbow Gems wie immer. Dann Evolver haben wieder eine spezielle Sache, ist aber jetzt gerade nicht so wichtig. Und das hier ist das Wichtigste. Und ihr seht schon im Hintergrund, was für starke Charaktere es da wirklich jetzt beim Fanpoint Recruit gibt. Wir haben Story Enel, wir haben Story Luki, wir haben Story Crocodile, Zeph und halt wirklich alle richtig guten Story-Charaktere können wir bekommen. Und das fängt ab heute, also es geht ab heute los, ab den 23. bis zum 2.4. Also pullt in der Zeit so viel, wie ihr könnt. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr hier eure Friend Points jetzt ausgibt, weil so ein gutes Zugo, denke ich, wird es lange nicht mehr geben. Und ja, wie gesagt, da geht das nächste Event auch schon, da geht das letzte Event auch schon weiter. Also ich sag, wir schnacken nicht lange. Ich habe 42 Friend Points Recruits. Mal sehen, was wir davon bekommen. Ich bin gespannt und ich hoffe, wenn ich ganz ehrlich bin, ich hoffe ja, dass wir wirklich vielleicht Crocodile bekommen. Dann muss ich die nicht farmen, weil Crocodile muss ich auf der japanischen Version dann auch noch farmen, theoretisch. Aber ich hoffe, das kann ich dann eigentlich hier, das kann ich dann einfach hiermit sozusagen umgehen, dass ich das dann vom Fanpoint bekomme. Wie gesagt, Luki wäre auch nicht schlecht. Also allgemein, ich lasse mich mal überraschen. Aber erstmal machen wir die ersten 10 und dann, ja, sehe ich mal im Endeffekt, wie das dann aussieht und was wir so gezogen haben. Also, der erste Pull geht los. 3, 2, 1, let's go! Also, man kann Gold und Silber bekommen, soweit ich weiß, genau. Und da, So, was haben wir da? Elder Turtles sind da auch mit bei, okay. Zwiebelkopf, jo. Also Elder Turtles sind da auch zwischendurch drin, also keine Sorge. So, wer ist das? Bronze. Ach, ja gut. Na, den Mr. 8 lassen wir mal nebenbei. Aber auch viele Elders merke ich hier gerade. Longwing Island. Weiß ich jetzt im Endeffekt nicht, wie gut er ist. Und noch jemand Neues. Die Schlange von Skypedia. Also der Run war jetzt nicht so gut. Wie gesagt, wir haben ein paar neue Leute. Ich gucke mir erstmal eben an, was wir hier so bekommen haben. Wie gesagt, Zwiebelkorb. Der ist auf jeden Fall... ja, den kann man auf jeden Fall auch wieder... kann man auch farmen von der Story. Sind halt alle Story-Charaktere. Aber halt nicht wirklich so... ja, wir hatten jetzt nicht wirklich so das Grandiose in diesem Pull, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Zwei Elder Turtles, das ist sehr, sehr gut. Imbien habe ich jetzt auch schon gezogen. Das war beim letzten Fanpoint Zugo. Also, naja. Das war der erste Pull. Auf jeden Fall noch Platz nach oben. Auf jeden Fall noch Platz nach oben. Vielleicht nicht bei den Turtles, aber bei den Charakteren auf jeden Fall. Ich hoffe, wir kriegen so mindestens einen nützlichen Charakter. Wirklich, dass wir da, ja, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Oder dass uns wirklich diese Fanpoint Pulls was bringen. Nicht, dass wir da jetzt irgendwann, oder dass wir da wirklich nur mit den unnötigsten Charakteren rumlaufen. Und das sind viele goldene Poster, das heißt viele Turtles. Und kommen bitte gute Charaktere, bitte nicht dieselben. Da ist jemand Neues. Sehr gut, das bringt mir 3 Gems für die Mission auf Alvidas Island. Das ist schon mal ein sehr, sehr gut, das ist sehr, sehr gut. Ist zwar eine Bronze, aber sehr, sehr gut, halt bringt mir, ist sozusagen 3 Gems. Weil ich kann sie für die Mission auf Alvidas Island benutzen. So, sehr gut. Und noch jemand Neues am Ende. Meh, auch von Skypedia, aber wie gesagt, auch kein sehr, sehr spielstarker Charakter. Ja, uns fehlen die spielstarken Charaktere. Aber wie gesagt, Miss Monday, ich weiß nicht, war es Miss Monday? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Auf jeden Fall, die brauchen wir jetzt für die Mission halt auf Alvida, da gibt es nochmal 3 Gems obendrauf, also, ja, das ist eigentlich wirklich so, eigentlich mit das Beste, was man pullen kann, wenn man die Mission noch nicht gemacht hat, weil im Endeffekt sind es 3 Rainbow Gems, wo man, die man sich sonst wirklich erfahren müsste, also den Charakter müsste man sonst wirklich von der Story farmen und, ja, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Pull, da kann ich nicht wirklich groß mit meckern, die Pulls, die wir da eben bekommen haben, wie gesagt, auch viele wiederholte Charaktere, aber
nicht, wie gesagt, Miss Money hätte es im Endeffekt wieder rausgeholt. Das ist, als wenn da so sozusagen 3 Gems zwischendurch gedroppt sind. So, wieder ein paar goldene, viele silberne, kein Bronzen, also was ich gesehen habe. Ne, neue Charaktere bitte. Oh, das waren viele Turtles, aber keine Story-Charaktere oder ein. Und den habe ich schon auch schon 3-mal jetzt. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, Leute. Oh, das will ich. Sowas will ich nicht sehen. Also ganz ehrlich, da waren so viele Silberne. Ich war mir jetzt so sicher, ja, jetzt kommen die guten Story-Charaktere und dann silberne Turtles. Verdammt. So, die letzten 10 und dann machen wir noch 2 einzelne. Und ich hoffe, hier kriegen wir einen neuen Story-Char raus. Bitte, come on. Was Gutes, Crocodile oder... Okay, Bronzene, das sind auf jeden Fall Story-Charaktere. Longwing Island, okay. Gut, habe ich wenigstens noch nicht. Kuhera. Verdammt. Oh, so viele silberne Turtles. Ah. Das ist echt ein bisschen bitter gerade. Also das... Wie gesagt, die Musik ist hier gerade auch hier auch ein bisschen leise. Warum auch immer die in der Taverne so leise ist, die Musik. Ah, das war ja jetzt echt ein bisschen bitter. So, Caesar, wo bist du? Da bist du. Der kriegt erstmal die Turtles hier, die größeren. Weil den will ich auch so, ja, relativ oder ja, in der Zukunft auf Level 70 bringen. Und alle grünen Turtles tragen da halt sehr gut zu bei. So, dann benutzen wir erstmal die Turtles hier, die wir dadurch bekommen haben. So, es ist einfach so ein bisschen random. Zwischendurch ist die Musik einfach lauter in manchen Bildschirmen. In der Taverne war es jetzt halt sehr, sehr leise. Deshalb habe ich das ja jetzt eben runtergestellt. Aber es ist einfach nur so da, damit das halt nicht zu laut wird, damit er halt wirklich primär meine Stimme hört und dann wirklich nur sekundär die Musik des Spiels. So, jetzt jemand ein Rotes. Wer steht da auf der Liste? Monster Chopper ist Max. Dann, genau, Lil Oz Junior, der muss jetzt auf Level 70 gebracht werden. Wo sind denn unsere roten Turtles? Hier sind sie. Ja, die kleinen Turtles sind nicht so schlecht. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Schweinchen in der Kiste, dafür kann ich die definitiv gebrauchen. Aber, ja, ich wäre wirklich mit Story-Charakteren, oder ich hätte es wirklich besser gefunden, hätten wir ein paar mehr Story-Charaktere bekommen. Wir haben ja noch 2 Puls, also mal gucken, was wir davon bekommen. Aber ich denke... Ja, für den größten Teil war es das dann so. Natürlich müssen wir Trainingschopper noch auf Level 70 bringen. Da gehen auf jeden Fall die gelben Turtles mit rein. Zack. Und rein da. Skip. Und Level 65. Noch 5 Level bis Level 70. Und welche Turtles haben wir noch? Wir haben noch die eine blaue Elder. Sieht's, ja doch, eine blaue Elder, die packen wir in, ach doch, in den neuen Ruffy, in den Trainings-Ruffy packen wir die blaue Elder und dann sieht das relativ gut aus und dann können wir die 2 restlichen Puls machen. Wie gesagt, der Part ist halt, ja, wie gesagt, das ist das Friend-Point-Sugo, deshalb wird sich der Part auch relativ, ja, jetzt relativ viel mit dem Friend-Point-Sugo beschäftigen, was wir damit machen werden und ja. Jetzt gönnen wir uns erstmal noch die 2 letzten Puls erstmal und wie gesagt, übermorgen kommt ja schon wieder die nächste Folge und dann haben wir habe ich bestimmt wieder ein paar Friendpoints zusammen, um vielleicht noch 1 oder 2 Puls dann in der Folge zu machen. Also heraus, erster Pull, Gold, das heißt wieder eine Turtle höchstwahrscheinlich, yep, eine gelbe Elder, das ist auf jeden Fall gut, das geht wieder in den Trainingschopper und noch einen Pull hinterher. Komm schon. Wie gesagt, Global braucht mal so ein richtiges Story-Charakter-Sugo-Fest. Das hatten wir in Global jetzt noch nicht wirklich. Das letzte war das mit den Turtles auch. Und hier ist das halt eine Mischung Story-Charaktere und Turtles. Was silbern ist, das könnte ein Story-Charakter sein. Aber es ist leider eine kleine Turtle. Verdammt. Okay, gut. Dann hat sich das mit den Friend Points jetzt erstmal erledigt. Wie gesagt, in der übernächsten, oder ja, halt in 2 Tagen werde ich schon wieder 1 oder 2 oder auch ein paar mehr Puls zusammen haben. Das weiß ich noch nicht. So, dann gehen wir erstmal hier die paar Turtles mit rein. So. Mal gucken, welches Level er dann erreicht hat. Wie gesagt, ich denke mal so, er war ja halb durch, also so 68 würde ich jetzt mal schätzen. Mit der Elder Turtle da noch drin. Ah, knapp. Kurz davor.
67 und noch so, ja, noch ja, ein relativ gutes Stückchen, ne? So, ich muss mal eben gucken. Und zwar muss ich das mal eben ein bisschen zur Seite rangieren. Na, es... Ich wollte das jetzt eigentlich im Part fixen, aber okay. Wie gesagt, da ist nur ein kleiner Rand, aber das sollte euch ja eigentlich nicht stören. So, und ich würde sagen, zum Abschluss ran wir jetzt nochmal Warpool, das, was ich eigentlich schon, ja, was ich eigentlich die ganze Zeit schon gemacht habe. Also, wirklich, das, da sitze ich aber auch dran. Und wie gesagt, das ist es einfach. Man muss halt wirklich da dran sitzen, immer die Mission, immer die Insel machen, wenn man dann halt wirklich das Special Level so niedrig wie möglich haben will. Und ja, da führt halt eigentlich einfach kein Weg vorbei. So. Einmal noch den letzten Mal auf der Insel. Fanpoint so, naja, also wie gesagt, das Highlight war wirklich Miss Monday. Für die drei Gems von der Mission, aber sonst, ja, war das halt wirklich nicht so das Gelbe vom Ei, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich hatte mir schon ein paar, ja, brauchbarere Charaktere gewünscht. Vielleicht halt einen Crocodile oder einen Lucky damit bei. Wäre halt perfekt gewesen. Aber, ja, was nicht sein soll, ne, das im Endeffekt können wir da jetzt nicht mehr groß dran ändern. Ein bisschen enttäuscht, aber hey, ne? Man kriegt, was man kriegt. Und dafür, wie gesagt, wir haben ja auf der japanischen Version genug Sugolak hier. Aber, ne? Kann man ja nicht bei den normalen Sugos und kann man ja nicht bei allen Sugos und vor allem bei allen Puls Lack haben. So ist das einfach. So. Tap, tap. Das geht ganz schnell mit dem Stronghold Ace Team. Ja, also morgen ist dann das Fan-Treffen in der Waterfront. Wie gesagt, was ich auch gesehen habe, auf der globalen Version wurde ein Sugo-Fest angesagt. Keine Sorge, ich werde da kein Sugo-Fest-Alarm für machen, weil so langsam wird es lächerlich, Bandai. Man sieht wirklich sehr, sehr hart. Also man sieht es einfach, wenn man da eine Sekunde drauf guckt, dass das ein Filler-Sugo ist. Und da hätte ich einfach wirklich nichts drüber zu reden in den Sugo-Fest-Alarm. Deshalb werde ich dazu keinen Sugo-Fest-Alarm machen. Wie gesagt, ich sage es euch jetzt in dem Video, dann seid ihr wenigstens am selben Tag, informiert, wie ich das weiß, aber ein Sugo-Fest-Alarm lohnt sich da einfach nicht. Dann ist das neue Event angesagt, aber es ist ein bisschen verbuggt, denn man kann da zwar schon auf Read More drücken, aber man sieht nicht wirklich die Events, die damit bei sind. Ja, also wie gesagt, also ich weiß jetzt nicht, wie lange das letzte Sugo-Fest auf global her ist, aber definitiv nicht, dass man jetzt schon wieder ein Sugo-Fest machen sollte. Und das Sugo-Fest ist halt wirklich nur eins, wo manche 4-Star-Charaktere mit Level 50 spawnen. Wow. Ja, also da denkt man sich wirklich so, was denkt man da sich da? Oder warum bringen die so einen useless Sugo raus? Vielleicht läuft den echt so das Material raus. Ne? Kein Strong World. Ja, zu langsam wird's echt komisch, weil, also, ich meine, offensichtlich geht's wirklich nicht, dass es ein Filler-Sugo ist. Wir haben noch nicht mal irgendwas Spezielles. Wir haben wirklich nur halt dieses, manche 4-Star-Charaktere werden mit Level 50, werden auf Level 50 gedroppt. Also, wenn ich euch eins sagen würde, dann sage ich, zieht nicht bei diesem Sugo-Fest, sondern bei einem, wo wirklich wenigstens was Richtiges, ja, gepusht wird. Oder wenigstens eine Klasse oder so, wo euch noch ein paar fehlen. Zum Beispiel, wenn es ein Shooter-Up oder so, Shooter-Up, wir hatten ja die Striker-Rate-Up, wenn mal Shooter-Up ist oder so, pullt dann, weil das ist dann, ich würde mal sagen, nur so ein bisschen Filler. Ich finde halt, sowas ist halt, also dieses mit den, manche Level 4er fangen mit Level 50 an, das ist einfach für mich nicht Sugo-Fest wert. Ja, also Sugo-Fest war für mich eigentlich immer so, dass halt wirklich, dass es da die speziellen Units gibt und dass auch immer eine spezielle Klasse oder halt wirklich ein ganz neuer Typ eingebaut würde, ganz neue Charaktere. Aber hier haben wir halt einfach, yay, 4-Sterne-Charaktere. Manche 4-Sterne-Charaktere fangen mit 50 an. Also das finde ich nun wirklich nicht
ja, nicht gut und will ich in dem Sinne auch nicht unterstützen. Also werde ich da definitiv nicht pullen bei diesem Sugo-Fest. Ja, da haben wir aber nochmal einmal Warp-Pull für gedrückt, das für gepullt, nicht gedrückt. Exakt das Gegenteil von pullen, mehr drücken, aber okay. So, den mache ich als Favorit und den spare ich mir definitiv, bis das Special Level 2 Event da ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wie immer, falls euch die Folge gefallen hat, den Daumen nach oben nicht vergessen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben zu der globalen Version oder zu der japanischen Version. Entweder beantworte ich das oder einer aus der Community hier. Und wie immer, falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt, einfach den Abonnieren-Knopf drücken. Und falls ihr am Handy seid, könnt ihr noch das Glockensymbol auf meinem Kanal anklicken. Dann bekommt ihr mal eine Nachricht, falls ein neues Video von mir hochgeladen wurde. Und wenn ihr am PC seid, findet ihr es in eurer Abo-Box. Relativ simpel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, Leute. Und ciao.